Hallo und herzlich willkommen bei Aragon mein Hundeleben, heute mit dem Thema Hundebegegnungen. Für alle, die das auf Schweizerdeutsch schauen wollen, haben wir euch das Video natürlich auch in Originalfassung belassen und hier oben verlinkt, beziehungsweise auch unten in die Videobeschreibung und wie gewohnt auch auf unserem Kanal. Wir haben uns dem Thema Hundebegegnungen angenommen, weil es ein Thema ist, das sehr oft polarisiert. Ja, und es ist jetzt nicht so, dass wir allen sagen wollen, wie das geht, wie man das richtig machen sollte. Wir wollten das Thema aber einfach mal aufgreifen, weil es uns doch wichtig ist, weil doch auch immer wieder auch Unfälle passieren bei Hundebegegnungen und es auch oftmals zu Diskussionen kommt unter den Hundehaltern, und man sich da nicht so ganz einig ist. Dazu haben wir ein paar Szenen gedreht und nachgestellt und unsere Hundetrainerin, Hundeexpertin und Autorin Erika Howald interviewen dürfen, welche uns die Szenen auch kommentiert und beurteilt hat. Dieses Video ist selbstverständlich auch für Nicht-Hundehalter geeignet. Auch Nicht-Hundehalter haben gewisse Regeln zu beachten. Zum Beispiel, wenn ein fremder Hund auf sie zukommt, lasst ihn in Ruhe, scheucht ihn weg, beachtet ihn nicht. Man weiß nie, was es für ein Hund ist. Zuerst fragen und dann kann man immer noch den Hund streicheln, wenn das so erlaubt worden ist. Hallo liebe Erika. Hallo liebe Erika. Hallo Sonja. Merci vielmals. Vielen Dank, dass wir dich heute hier dieses Video beurteilen lassen dürfen. Hundebegegnungen ist ja ein Thema, das wir immer wieder haben, immer wieder auch zu Problemen führt. Was sind so die größten Themen, die du hast in deiner Hundeschule? Dass man den Hund immer an der gestreckten Leine zueinander lässt und die Hunde reißen den Besitzer zum anderen Hund hin und das führt dann dazu, dass sie sich verhärten und in Leinen verdrehen, weil sie beieinander schnüffeln gehen möchten. Und das kann eben auch dann gefährlich werden und bis hin zu Bissverletzungen führen. Und dann hat man fast keine Zeit mehr, da zu reagieren. Es kann auch zu Leinenaggressionen führen, schlussendlich, wenn einer der Hunde eine schmerzhafte Erfahrung damit gemacht hat. Ja, der Hund wird dann lernen, die Situation selbst regeln zu müssen, wenn der Mensch für ihn nicht hingestanden ist und nicht für ihn übernommen hat. Man darf die Hunde an der Leine zueinander lassen, aber kontrolliert und ruhig, nicht in einer aufgebrachten Energie, und der Mensch bestimmt, wann und unter welchen Umständen. Der Hund muss auch nicht bei jedem anderen Hund hin. Das soll ich auch nicht zu einem Muster führen. Wir haben sehr häufig, dass Hunde entgegenkommen, die bereits frei sind und auch nicht zurückgenommen werden. Viele sagen, das sei sowieso das Beste. Erika erklärt jetzt, dass sie auch schon Fälle gehabt hätte, wo ein riesengroßer wilder Hund mit einem kleinen Chihuahua spielen wollte. Und das kann tatsächlich so weit gehen, dass das auch zu gebrochenen Rücken führen kann. Also man darf nicht denken, dass immer alles nur problemlos ablaufen würde. Man muss wirklich immer gut schauen, wie die Verhältnisse sind und dann vernünftig entscheiden. Es ist im Grunde schon das Richtige, die Hunde zusammenzulassen, wenn sie frei sind, aber es muss auch nicht jeder Hund mit dem anderen gut auskommen. Das ist nicht immer unbedingt so. Wenn sie es auf die gute Art gelernt haben, also gut sozialisiert waren, gute Welpenprägung mit guter Beißhemmung, dann ist da viel weniger Gefahr, aber wenn dann ein Hund zu frech wird und der andere korrigiert und hat nicht eine gute Beißhemmung, dann kann das eben auch zu Bissverletzungen führen. Die abspielen.
Man ist hier auf dem Spaziergang. Man sieht von weitem, da kommt jemand mit einem Hund. Sie hat den Hund an der Leine. Und da sagt der Hund, der knicke sowieso. Dann nimmt man seinen Hund auch an die Leine. Man kann ihn dann später noch ableinen, wenn man das möchte. Dann auch wichtig, Seite wechseln, also Mensch an Mensch kreuzen und nicht Hund an Hund. Sonst wollen die rüberziehen und so kommt es auch nicht zur Bedrängung. Also ein gewisser Respektsabstand. Genau, das bestimmt der Mensch. Das ist richtig. Hier haben wir zwei freie Hunde, das heißt, wir möchten einfach vorbeigehen und die Hunde nicht zusammenkommen lassen. Man sieht hier schon im Vorhinein, ob der Hund vom Gegenüber einen gewissen Gehorsam hat, das ist auch die Energie vom Menschen, die man da ein bisschen spürt oder ansieht. Und wenn der Hund kein Gehorsam oder kein guter Gehorsam hat, dann muss man ihn natürlich anleinen. Egal, ob der andere auch angeleint ist oder nicht. Okay, dann muss ich jetzt mal noch nachfragen. Also, wenn du jetzt einen anderen Hund siehst, dem du nicht traust, dann leinst du deinen trotzdem an, auch wenn der andere frei ist und auf deinen zukommen könnte. Führt das nicht zu Problemen? Nein, wenn der andere, also du siehst, ob er gehorsam ist oder nicht. Nein, du siehst, ob der andere gehorsam ist oder nicht und dann kannst du immer noch reagieren und vor deinen Hund stehen und den anderen wegschicken und wegjagen. Mit einer klaren und bewussten Energie. Also mit Überzeugung und Präsenz, einfach ganz klar, ich will nicht, dass du herkommst. Also es gibt immer Situationen, wieso ein Hund angeleint ist. Eine Hündin kann läufig sein, ein Hund kann frisch operiert sein. Da muss man wirklich Rücksicht nehmen, wenn ein anderer Hund an der Leine ist, darf man wirklich keinen anderen hinlassen. Und sonst als Meister von dem angeleinten Hund wirklich den anderen wegschicken. Diskutieren mit dem anderen Hundehalter bringt oft auch nichts. Wichtig ist einfach auch kein Blickkontakt mit dem fremden Hund, dass er das nicht als Angriff werten würde. Hier haben wir die Situation zweier freier Hunde und möchten sie zusammenkommen und spielen lassen. Das kann man gut, wenn man dem anderen vertraut und denkt, das klappt. Dann kann man dem Hund beibringen, dass er auf ein Kommando hingehen darf. Das kann man in der Hundeschule mit bestimmten Übungen trainieren oder auch zu Hause üben, dass der Hund dann wirklich einfach aufs Kommando vom Meister erst hingeht. Also es darf auch auf Sichtweite sein, man muss nicht ganz zusammenkommen, aber wichtig ist die Kommunikation beider Hundehalter, dass man kurz miteinander abcheckt, ist das für beide okay und sind beide Hunde verträglich. Wenn man nicht sicher ist, ob es wirklich klappt zwischen beiden Hunden, dann kann man auch gemeinsam ein Stück in die gleiche Richtung gehen. Und dann gibt das weniger so diese aufgestaute Energie von beiden Hunden im Warten und dann die volle Spannung zu entladen, sondern man läuft dann an der Leine gemeinsam ein Stück. Plötzlich löst man einfach den Karabiner und der Hund ist in einer ganz anderen Energie und merkt dann plötzlich, ah, okay, ich bin frei, ich kann jetzt spielen gehen. Jetzt geht es um Welpen, das ist auch immer noch etwas spezieller. Je nach Rasse sieht man nicht immer von Weitem, ob es ein kleiner Hund ist, eine kleine Rasse oder eben ein Welpe. Ein Welpe ist ja meist an der Leine und nicht, rennt nicht unbedingt gleich auf einen anderen Hund los. Also wenn man jetzt jemanden mit dem Welpen sieht,
Wenn der Hund frei ist und gehorsam ist, kommt er ins Fuß, dann kann man so passieren. Oder aber natürlich an die Leine. Das kann sonst zu Leinenaggressionen führen später, wenn ein Welpe in der Prägungsphase schmerzhafte oder schlechte Erfahrungen mit anderen Hunden gemacht hat und ihn der Mensch nicht schützen konnte. Also wenn der andere Hund halt, wenn ich mit meinem Welpen komme, der andere Hund halt sagt, ja, der hat noch Welpenschutz, den kann man nicht überlassen. Auch das Thema Welpenschutz gibt es nur im eigenen Rudel, im eigenen Familienverbund und sonst nicht. Erika sagt, sie hätte tatsächlich schon verbissene Welpen gehabt, dessen Halter dann Hilfe bei ihr gesucht haben. Hier haben wir die Situation, da sehen wir von Weitem jemanden mit einem Welpen. Der eigene Hund ist frei und kommt dann ganz selbstverständlich an die Leine. Und man kreuzt, wie auch mit einem erwachsenen Hund, Mensch an Mensch und nicht Hund an Hund. Die nächste Situation zeigt zwei Hundehalter, die sich bewusst ein bisschen zusammen unterhalten möchten. Und man möchte versuchen, den größeren Hund mit dem Welpen spielen zu lassen, was ja auch gut sein kann für die Prägungsphase, wenn es eben positiv abläuft. Wenn man den eigenen Hund kennt, den größeren Erwachsenen, und weiß, dass der vorsichtig ist und eine gute Beißhemmung hat, kann man das durchaus verantworten. Hier haben wir die Situation, dass man beide Hunde etwas zu stürmisch aufeinander losgelassen hat und sieht dann auch, dass die Situation etwas schwieriger zu kontrollieren ist dadurch. Hier wäre jetzt eine gute Möglichkeit gewesen, erst noch gemeinsam ein paar Schritte zu gehen mit beiden Hunden und sie dann loszulassen. Man hat sie dann zurückgerufen, weil man da kein Risiko eingehen wollte. Man sieht jetzt auch den Einsatz von der Kette, man könnte auch eine Shepherd-Dose nehmen oder sonst was. Die Kette wurde auf den Boden geschmissen, einfach um den Hund ein bisschen zu wecken. Weh tut es dem ja auf keinen Fall und der trägt auch keinen Schock davon. Es ist einfach so, hey, ich habe dir gerufen. Die Aufmerksamkeit zu sich holen. Hier haben wir nochmal dieselbe Situation. Wir wollen Welpe und erwachsenen Hund bewusst zusammenkommen lassen. Diesmal aber etwas geführter. Also das heißt, die Hunde werden beide erst in ruhige Verfassung gebracht, bevor man sie loslässt. Ja, das ist schon besser so. Man sieht die kleine Will. Man sieht das eigentlich von Anfang an, ob ein Hund Angst hat oder Freude zeigt. Wenn er Angst hätte, würde er sich verstecken wollen und flüchten wollen. Und das wäre dann nicht gut. Aber hier passt es. Es geht auch darum, ob der Besitzer Angst hat. Hier haben wir eine Besitzerin, die nicht Angst hat, die sagt, ja, ich möchte meinen Hund mit dem anderen zusammenkommen lassen. Und diese Energie wird natürlich auch auf den eigenen Hund übertragen. Aber es ist klar, man muss immer vorsichtig sein und wenn man nicht sicher ist, dann soll man auch auf dieses Gefühl hören können. Zum Schluss haben wir noch die Szene mit der Ignoranz, die man immer wieder antrifft. Bei der ein Hund oder in diesem Fall sogar ein Welpe an der Leine ist und ein anderer einfach darauf zugelassen wird. Sie reagiert jetzt hier gut.
Die Halterin des Welpen reagiert ja hier gut und vertreibt den anderen Hund. Dürfte, glaube ich, sogar noch ein bisschen vehementer sein. Genau, man könnte hier als Halter einfach auch vor dran stehen, vor den eigenen Hund und den anderen wegschicken und sagen, das will man nicht. Es gibt immer wieder Leute, die einfach vor sich hingehen und der Hund ist ihnen quasi egal, da achten sie gar nicht drauf. Aber wenn dann plötzlich einer entgegenkommt, der leinenaggressiv ist, dann kann es eben dann schief gehen. Es kann sein, dass die Hündin an der Leine läufig ist, dass ein Hund frisch operiert ist, was auch immer. Also wirklich, wenn ein anderer Hund daherkommt, immer den eigenen zurücknehmen. Außer sie seien dann beide frei und man sieht, das geht gut und wollen die auch ein bisschen spielen lassen, dann stimmt es aber dann für beide. Da muss man einfach kurz kommunizieren. Aber es gibt meistens einen Grund, wenn ein Hund an der Leine geht. Vielleicht kann man ihn auch nicht freilassen, weil man ihn nicht gut abrufen kann, was auch immer. Hier beginnt ja auch schon die Führung. Wenn die Halterin des Welpen in diesem Beispiel hier ihren Hund schon schützt, dann gibt ihm das ja auch schon ein erstes Urvertrauen in den Menschen. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass der Hund in einen Viehdraht rennt und einen Stromschlag abkriegt. Und da wäre jetzt zum Beispiel die Situation, wenn er sich vom Menschen geschützt fühlt, dann wird er nicht wegrennen, sondern Schutz bei seinem Menschen suchen. Und das beginnt genau da. Besten Dank für diese Analyse. Wir gehen ja auch immer sehr gerne zu Erika in die Hundeschule. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg mit unserem Duracell-Hund und können da immer wieder noch viel Neues lernen. Ich habe ja auch die Bücher von Erika gelesen. Die kann man auch in Deutschland beziehen. Das ist ja, glaube ich, mehr so ein bisschen, vielleicht kannst du schnell sagen, ein Buch über so ein bisschen Anekdoten, oder? Das erste Buch geht um die Erlebnisse in meinen Privatstunden. Zum gerade herauslachen zum Teil, was sich die Menschen alles von ihren Hunden gefallen lassen. Es ist auch etwas lösungsorientiert, aber es sind vorwiegend Geschichten und sehr unterhaltsam, auch für Nichthundehalter. Das zweite Buch ist sehr lösungsorientiert. Es heißt, wenn Hunde das Sagen hätten, da wird beschrieben, ja, was würde eben dann passieren. Dann gibt es immer viele Lösungsansätze zu diversen Problemen. Es sind auch 11 Hundetypen beschrieben darin. Man kann nicht mit jedem Hund gleich arbeiten. Nicht jeder Hund ist gleich. Mit einem ängstlichen, schüchternen Hund muss man nicht gleich umgehen wie mit einem, der ständig die Duracell-Batterie hochgeladen hat. Dieses Buch ist sehr lösungsorientiert und man kann es im gesamten Europaraum, deutschsprachigen Europaraum beziehen. Das ist sicher eins, wo die Lösung drin ist. Ich arbeite auch etwas anders als die meisten, als Bauernfrau, nicht nach Paragraph XY. Meine Tipps, die ich den Hundehaltern mitgebe, sind immer irgendwo in der Natur begründet. Bei mir nimmt man den Hund nicht auf den Arm, zum Beispiel. Der kleine Wolf springt auch nicht dem Großen auf den Rücken, der ihn dann so schützt. Das läuft anders. Da schaut man sich das eben in der Natur ab. Vielen Dank, liebe Erika, für dieses Gespräch und wir wünschen ganz ein schönes Wochenende. Ja, schreibt uns doch unten in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt, ob mit Hund oder ohne Hund, ganz egal, wie ihr das seht, ob ihr einverstanden damit seid, wie wir das da dargestellt haben. Würde uns freuen, wenn wir ja eine interessante Diskussion anregen können. Wir haben auch während dem Schneiden ein paar Mal gesagt, ja, das haben wir noch vergessen, das hätten wir noch sagen sollen, hoffentlich versteht man das nicht falsch oder
Ja, wenn noch eine Ergänzung angebracht gewesen. Aber das ist ja, also das ist uns überhaupt eigentlich bei jedem Video schon so gegangen. Ja. Aber dann, da ist man nie fertig. Also diese Themen sind ja nie in sich abgeschlossen. Und daher wäre es aber auch ganz cool, wenn wir da ein bisschen weiter diskutieren könnten in den Kommentaren. Und ja, wünsche euch viel Spaß auf dem nächsten Spaziergang. Natürlich bis uns in den nächsten Videos. Abo und Glocke nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst von Aragon, mein Hundeleben. Genau, in Zukunft wird ja mehr auf Hochdeutsch. Genau, kommen. Wir stellen jetzt tatsächlich um auf Hochdeutsch. Also, Schweizerdeutsch also, bleibt natürlich auch noch ein bisschen. Genau, also ist sicher Schweizerdeutsch so, aber... Wir geben uns Mühe. Wir geben uns Mühe, dass auch die hochdeutschen Leute uns verstehen. Genau, so ein bisschen hölzig genau. Halt. Genau, ein bisschen hölzig, aber ja, wir machen das gerne. Und wir bekommen dann Übung. Genau. Wenn wir das gut gemacht haben, bewertet nicht unsere Hochdeutsch vielleicht, aber... alle, die das gut finden, unser Hochdeutsch, Daumen nach oben. Und auch gerade eine. Ja, das ist eben das Gleiche. Charmant. Ja, genau. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.